Hi, hier ist der Frank vom foodbloghamburg.de. Wir wollen heute mal wieder ein bisschen Kimchi verarbeiten, wieder auf unserer Platte. Und dafür haben wir uns besorgt Kimchi, Sahne, ein bisschen Parmesan, eine Hühnerbrust, zwei Chilis und hier habe ich so ein bisschen gewürfelten Schinken. Und dann habe ich hier wieder diese Rama Culinese, die ich gerne auf der Platte benutze. So, ich tue jetzt meine Platte hier wieder auf unseren Induktionsherd. Da habe ich jetzt mehrere Fragen bekommen, ob diese Platte nur auf Induktion funktioniert. Nein, in der Gebrauchsanweisung steht definitiv drin, dass sie eigentlich gar nicht für Induktion ist. Ich benutze sie auf Induktion und sie funktioniert hervorragend bei uns. Man kann diese Platte aber auf allen anderen Arten an Herden benutzen. Also man kann die auf dem Ceranfeld, auf dem Gasherd, selbst auf meinem Gasgrill könnte man diese Platte draufpacken und könnte damit wunderbar arbeiten. Also ich kann allen nur empfehlen, schafft euch dieses Ding an, es bringt irren Spaß darauf zu arbeiten und ist auch super lecker, das Ergebnis, was dabei rauskommt. Die Platte auch nicht so teuer, ne? Nein, mit 34 Euro und ein paar zerquetschten ist diese Platte super günstig. Heute haben wir unsere kleine, wie nennt man das, Schatz? Abdeckung oder was? Abdeckung oder was? Also unsere Abdeckung oder was ist also eine Haube, mit der kann man, wenn man hier am Kochen ist und man braucht ein bisschen mehr Wärme, halt auch rundherum, dann kann man dieses Teil einfach oben drüber packen und dann gart es da drin hervorragend weiter. So wie neulich, als ich die Burger gemacht habe, wer das Video noch nicht geguckt hat, schaut einfach nochmal bei uns vorbei in der Mediathek, da findet ihr auch einen Burger, den wir hier drauf gemacht haben. Da hätte ich zum Beispiel schön die Patties hier drauf lassen können, hätte da schön den Käse drauf gelegt, die Haube drüber und dann wäre schön der Käse da drauf verlaufen. Da hatte ich die Haube noch nicht. Die hat ein bisschen länger gebraucht, bis sie bei mir war. Aber egal. So, währenddessen habe ich jetzt schon mal hier das so ein bisschen erwärmt. Ich mache da jetzt mir ein bisschen Rama drauf und mache hier hinten das Wasser mal ein bisschen langsamer. Brodelt ja schon wie verrückt. Jetzt mache ich mir hier hinten einfach mal wieder so ein bisschen was an. Gibt es das auch von einer anderen Firma? Sowas? Ja, ich glaube ja. Also ich will hier nicht immer für eine und dieselbe Firma Reklame machen. Ich bin von denen auch nicht gekauft worden oder so, aber ich habe die noch nicht anders gesehen. Das ist definitiv auch ohne Palmöl sehr wichtig. Nur für unsere Umwelt. Und ich würde das auch gerne mit Butter machen. Das Problem ist nur, Butter verbrennt mir da drauf sofort und das finde ich nicht so gut. So, ich tue jetzt hier einfach mal so ein bisschen was von unserem klein gewürfelten Schinken auf die Platte und brate mir das einfach mal schön an. Das gibt einen schönen Geschmack, den ich sehr, sehr gut finde und der halt auch klasse zum Kimchi passt. Kimchi will ich ja auch immer noch selber machen, bin ich aber immer noch nicht zu gekommen. Muss ich sehen, dass ich mal ein gutes Rezept von jemandem bekomme. Werde ich mir organisieren. Und dann gibt es das demnächst hier auch als Video zu sehen. So, ich brate das jetzt hier ein bisschen an. So, jetzt die Hähnchen klein. Genau, ich schneide jetzt mal eben schnell dieses Hähnchen klein, weil das will ich gleich hier vorne schön anbraten. Wenn ich richtig gut gewesen wäre, dann hätte ich jetzt mich hingestellt und hätte das auch noch mariniert für eine Stunde. Kann man natürlich auch noch super machen. Habe ich jetzt mal nicht gemacht. Wie man sowas mariniert, kann man aber auch locker sowieso schon in unseren Videos sehen. Haben wir ja schon ganz häufig gemacht. Aber wir haben nachher sowieso schon so viel Geschmack hier in durch das Kimchi und so, dass ich mich jetzt eigentlich gar nicht hinstellen muss, muss das auch noch marinieren. So, ich mache mir hier vorne gleich mal wieder ein bisschen Fett drauf. Hier hinten sind schon unsere Nudeln am Köcheln. Jetzt die
der Chili. Ja, hast du dir ja gewünscht. Du möchtest da ja gerne ein bisschen Chili reinhaben. Wir haben das neulich schon mal gekocht und da war das meiner Frau halt ein bisschen zu lasch. Also eigentlich ist Kimchi schon ziemlich scharf. Dadurch, dass wir aber jetzt nachher mit Sahne arbeiten, passiert das ja schon, dass es da die Schärfe schon ziemlich viel genommen wird. Und wenn man jetzt da so ein bisschen Chili reintut, dann wird das natürlich wieder ein bisschen mehr. Ich mache die Chili ja immer ganz besonders klein, weil ich habe da keinen Bock drauf, dass da hinterher so eine Chili-Lappen rumfliegen. Nee, will ich auch nicht. Aber ich glaube, die sind auch gar nicht so scharf, diese Chilis, weil die sind auch verhältnismäßig groß. So, das ist schön fein geschnitten jetzt. Wunderbar. Und nun? Tue ich meinen ganzen Chili, den ich mir gerade so schön klein geschnitten habe, einmal so hier auf den Speck. Dann röste ich den nochmal so ein bisschen mit an. Jetzt? Hier kann man jetzt schön unser Kimchi sehen. Das ist ja nur fermentierter Weißkohl. Wie man den halt in Korea macht. Den tue ich jetzt schön da drauf und werde den jetzt schön mit anbraten. Und das gibt so eine schöne Symbiose zwischen meinem angebratenen Schinken. Man könnte jetzt auch Speck nehmen. Und der Chili gibt jetzt halt gleich noch ein bisschen mehr an Schärfe, genau. So, jetzt kommt ein bisschen Salz über das Fleisch. Und tue jetzt hier hinten in diesem Kreis, den ich da gemacht habe, ein bisschen Sahne. Und das mache ich jetzt so nach und nach immer wieder. Und das gibt dann hinterher eine wunderschöne Soße. Oh, hier kommt wieder ein bisschen Sahne rein. Immer so nach und nach. Das kocht dann so langsam ein. Und hier vorne kommt endlich der Pfeffer drauf. Und den tun wir dann gleich da schön mit hinein. So, jetzt kommt das Finale, der letzte Schuss Sahne. Jetzt setze ich mir natürlich die Platte hier völlig unter Sahne sozusagen. Ich tue schön mein Fleisch damit hinein. Dann vermenge ich das alles, lasse das nochmal richtig schön aufkochen hier. Und dann sind wir gleich fertig. So, dann richten wir mal an. Wir haben unsere schönen bunten Nudeln hier schon drin. Und dann gibt es jetzt hier so ein bisschen einen schönen Schlag Fleisch, Kimchi obendrauf. Richtig geil. Das Einzige, was immer so ein bisschen problematisch ist, ist mit der Soße. Da muss man hinterher die Platte so ein bisschen ankippen und dann das drauffüllen. Da gibt es bestimmt auch die eine oder andere bessere Methode, die man machen könnte. Wenn ihr eine Idee habt oder einen Vorschlag habt, schreibt es unten gerne in die Description Box. Würde ich mich sehr freuen. So, das war schon mal der erste Teller. Mmh, sieht geil aus. So, jetzt brauche ich gleich mal eben meine Kamerafrau. So, dann noch ein bisschen Parmesan darüber. Wow, sieht richtig geil aus. Hier auch. Ich habe Hunger. Ja, kann ich verstehen. Geht los. Sehr lecker. Alle müssen wir neu kaufen, Schatz. So, das war's. Wir haben heute gemacht Hühnerbrust mit Kimchi Soße mit Sahne. Ja, sieht richtig geil aus, wenn man da so rauf guckt. Super Gericht. Wenn man da zwei Chilis reintut, so wie wir, ist es halt sehr scharf. Muss man ja nicht unbedingt.
Ist eine schnell gemachte Nummer. Kann man klasse mit dieser Platte machen. Ihr könnt sehen, wir haben von der Platte jetzt die ganze Soße runtergenommen. Muss man sie halt so ein bisschen anfassen und so ein bisschen ankippen. Dann kriegt man die da auch runter. Und ich schreibe unten in die Description Box einen Link für diese Platte. Da könnt ihr euch diese Platte angucken. Und unten drunter steht natürlich auch wieder die Einkaufsliste, wie immer. Außerdem baue ich gerade unsere Homepage um, www.foodbloghamburg.de oder wirkochenwas.de, so dass man sich da auch ein bisschen leichter drin zurechtfindet. Und da findet ihr auch nochmal alle Rezepte, die wir gemacht haben, und überall auch die Links zu unseren Videos. So, dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende und tschüss sagen und Frank vom foodbloghamburg.de. Ciao, ciao.